Herzlich willkommen zum 10. und vorerst letzten Living Room, Gottesdienst zu Hause. Schön, dass Sie dabei sind und auf diesem Weg mit uns feiern. Als die Corona-Krise anfing, dachten wir, es wäre doch schön, wir könnten Kirche zu den Menschen nach Hause bringen und gemeinsam so etwas wie einen Wohnzimmer-Gottesdienst feiern. Darum Living Room, Wohnzimmer. Living Room heißt aber auch Lebensraum. Raum zum Leben, weil wir zu allen Zeiten Räume brauchen, in denen unser Herz stark und unsere Seele weit wird. Gott ist hier. Hier bei mir, bei Ihnen zu Hause oder wo immer Sie gerade sind. Als Zeichen der Verbundenheit zünde ich eine Kerze an. Mein Name ist Fabian Vogt, ich bin Pfarrer und ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Christine Beutler-Lotz. Sie ist Schaustellerpfarrerin, begleitet also Menschen, die auf Jahrmärkten unterwegs sind. Und die führen nicht nur ein außergewöhnliches Leben, sie gehören auch zu denen, die von der Krise besonders betroffen sind, weil ja alle großen Volksfeste abgesagt wurden. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder Lieder für Sie mitgebracht, Lieder, die davon erzählen, dass man auch ohne persönliche Begegnung Gemeinschaft erfahren kann. Unseren Titelsong spielen wir jetzt nochmal für Sie, Lebensraum. Und dazu sehen Sie kurze Aufnahmen von Mitgliedern der christlichen Künstlergemeinschaft Das Rad und von Schaustellern, die jeweils auf ihre Weise das Weite suchen. Die Zeit stillsteht, vieles nicht mehr geht in meiner Welt. Wenn die Sorge drängt, unsere Schritte lenkt, sich der Blick verengt und nichts mehr hält, dann schenkst du Lebensraum. Es weht ein Hauch von Ewigkeit durch unseren Raum für dich, hier ist Raum für mich. Keiner bleibt für sich in dieser Zeit, denn du schenkst Lebensraum. Es weht ein Hauch von Ewigkeit durch unseren Lebensraum und deine Liebe will für uns zu Hause sein. Will für uns zu Hause sein. Gottesdienst heißt vor allem, wir kommen mit Gott in Kontakt. Darum bete ich zu Beginn. Liebevoller Gott, es gibt den schönen Satz, du Gott bewahrst Menschen nicht vor der Krise, aber in der Krise. Mit all dem, was uns in diesen turbulenten Zeiten belastet, kommen wir zu dir und bitten dich, bewahre uns. Amen. Schausteller machen das Leben bunt. Wie bunt, das zeigen sie uns in einem aktuellen Clip. Den schauen wir uns jetzt an. Wir sind die Lichter aus der Ferne und wir leuchten nur für dich. Tausend Wunder nur für dich.
Liebe Frau Beutel-Lotz, schön, dass Sie bei uns sind. Das war ja gerade ein ganz bewegender Gruß der Schausteller. Sie sind Pfarrerin für Schausteller. Mal unter uns, heißt das, Sie sind die ganze Zeit auf dem Rummelplatz? Also ich bin sehr oft auf dem Rummelplatz und wenn Sie sich jetzt im Geheimen fragen, so, ja, ich darf überall umsonst Karussell fahren. Ah. Aber ich mache noch viele andere Sachen. Ich mache natürlich zahlreiche Hausbesuche auf dem Volksfest, während gearbeitet wird, und gehe rund an den Geschäften, in der Kasse, bei Alt und Jung und bin wirklich für die Sorgen und Nöte der Schausteller und Schaustellerinnen da. Wie kann ich mir denn heute so ein Schaustellerleben vorstellen? Also bei den Schaustellern ist Leben und Beruf fließt total ineinander. Und dann dürfen Sie sich das so vorstellen, ich sag mal, wie so ein Schweizer Messer. Da sind ja ganz viele verschiedene Sachen dran, was Sie alles mitmachen können. Das ist bei den Schaustellern genauso. Die sind Schlosser, Elektriker, Schweißer. Die sind Facility Manager, sie sind Verwaltungsfachangestellte, sie sind Fernfahrer und dazu noch Mutter, Vater, Eltern und so weiter. Und damit gehen sie eigentlich dann Woche zu Woche von einem Festplatz zum anderen und haben dann diese verschiedenen Berufe, die da alle jetzt genannt sind, irgendwann üben sie die alle aus. Also es sind wirklich Multitalente. Und wenn Sie dann noch überlegen, also Sie treffen dann auf den Plätzen auch sehr viele Bekannte, Freunde, die sehr, sehr wichtig sind für das Leben miteinander, immer neue Nachbarn, und können dann auf Weihnachtsmärkten zum Beispiel an 30 Tagen am Stück ohne freien Tag an 10 Stunden in einem Geschäft stehen. Jetzt müsste ich aufstehen. Ich sage mal, von hier bis da, 2 Meter stehen Sie da und vielleicht noch ein Mitarbeiter dabei, und dann können Sie Ihre Fantasie freien Raum lassen, wie das funktioniert. Und wie genau muss ich mir jetzt so Ihre Aufgabe dabei vorstellen? Machen Sie quasi Konfirmandunterricht im Karussell oder Hochzeit in der Achterbahn? Tja, so ähnlich würde ich das schon machen. Aber das Problem ist, beim Karussell, da würden der Block und der Stift durch die Gegend fliegen. Also ich mache es im Festzelt. Nein, im Festzelt zum einen manchmal. Es sind aber auch Thementage, die ich mit den Konfirmanden dann im Winter mache. Es sind mehrtägige Seminare und ansonsten ist Fernlernen dran. Aber Hochzeiten habe ich dann natürlich auch schon in der Go-Kart-Bahn gemacht, auf dem Festplatz. Also das geht dann schon. Die Regeln sind aber einfach Autoscooter, Gottes. Es ist Seelsorge, es ist Sterbebegleitung, es ist alles eigentlich dabei, was eigentlich ein stationäres Pfarramt auch so zu tun hat. Und jetzt haben wir schon gehört, ganz viele Volksfeste oder eigentlich alle sind abgesagt. Wie kommen denn die Schausteller zurecht zurzeit? Eigentlich gar nicht. Es ist wirklich ein riesengroßes Problem, wirtschaftlich natürlich, aber auch menschlich. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen 99er Puzzle. Und die Schausteller bleiben auf dem einen Puzzleteil im Moment sitzen. Sie wissen doch schon, wie das ist, wenn so 99 haben und eins fehlt. Wie schwierig das schon ist. Aber denen fehlen 99 Puzzleteile, weil überall da, wo sie hinkommen, auf die Volksfeste, sind sie zu Hause, haben sie Heimat, haben sie Menschen, die sie kennen und die ihnen auch wichtig sind. Das sind Stammkunden und so weiter. Und das sind der Bäcker, der Metzger dort. Die fühlen sich da wirklich zu Hause. Das bricht denen jetzt alles komplett weg. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Seelisch, menschlich, ganz einfach. Und die andere, natürlich die wirtschaftliche, genauso ein Desaster, wenn Sie so wollen. Das ist ganz schrecklich. Aber Schausteller sind ruckzuck im Organisieren, versuchen auch gleich was anderes zu machen. Oder können Sie mir Kleinst- und mittelständische Unternehmer nennen, die sich direkt in ein Führerhaus von einem Müllwagen setzen? Und sagen, das muss weitergehen. Die Regale bei einem Kaufhaus oder bei einem Supermarkt auffüllen. Also sie waren sofort eigentlich aktiv, weil sie eben nicht vom Staat leben wollen oder irgendwelche Gelder bekommen wollen. Sie wollen sich selbst verdienen. Aber bei so großen Geschäften wie Karussells und so, das funktioniert ja gar nicht. Die laufenden Kosten laufen ihnen im wahrsten Sinne des Wortes davon. Das geht gar nicht. Also wenn da nicht noch finanzielle Hilfe vom Staat kommt, kann sich kein Karussell mehr drehen. Das geht nicht. Aber ich habe gesehen, Sie haben sogar was mitgebracht. Ja. Die Karussell-Leute haben noch Mut hier. Ja, genau. Das Karussell wird sich weiterdrehen. Tolles Zeichen. Also die sind trotz allem hoffnungsfroh. Es ist eine Riesensehnsucht. Mhm. Es ist eine Sehnsucht.
die Schaustellerfrau sagt zu mir, ich möchte mein altes Leben zurück. Das geht natürlich allen anderen auch so. Aber wie gesagt, es fehlen viele Puzzleteile und das ist es, dass sich die Karussells wieder weiter drehen. Das heißt, Sie haben uns gleich auch noch ein Karussell mitgebracht. Wir bitten ja immer um einen Gegenstand, der sozusagen Ihr Wohnzimmer für Sie zu einem echten Lebensraum macht. Natürlich ein Karussell. Warum? Ja, absolut. Ja, natürlich, weil Karussell ist das Leben einfach schlechthin. Für Reisen ist das Symbol für unterwegs sein und für diese Lebenslust, die durch die Reise einfach für die Menschen entsteht. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, dass im Frühjahr, es muss rausgehen, das hat jeder in sich. Und das wird einfach auch als Projektion einfach auf das Karussell. Deswegen habe ich es dabei. Macht auch Musik, glaube ich, oder? Ja, das macht auch Musik. Können wir das mal anstellen? Also, schon mal ganz herzlichen Dank. Sie haben uns einen Bibelvers mitgebracht, der Ihnen besonders wichtig ist. Den hören wir jetzt erstmal. Er aber zog seine Straße fröhlich. Es ist eine Geschichte vom Unterwegssein. Es geht um den Philippus, der von einem Engel des Herrn gesandt wurde auf die Straße von Jerusalem nach Gaza. Auf dieser Straße fuhr ein Kämmerer aus Äthiopien, also ein Finanzmann, ein hochbetuchter Mensch. Und der hatte sich auf dem Weg eine Buchrolle des Jesaja gekauft. Und jetzt war er da am Lesen. Und Sie müssen sich vorstellen, er war am Lautlesen. Sie kennen das vielleicht bei manchen Texten, wo Sie einfach auch noch einmal laut lesen müssen, um das zu verstehen. Also er las da laut, der Philippus lief nebenher und er sagte dann, er hörte das, verstehst du, was du da liest? Und der Äthiopier sagte, nee, ich verstehe da ja gar nichts. Da geht es hier um ein Schaf und eine Schlachtbank. Ich habe null Plan, keine Ahnung, um was es da geht. Verstehst du das? Ich habe niemandem mir das erklärt. Und der Philippus steigt auf den Wagen, setzt sich nebendran und sagt ihm, hier, dieses Schaf steht für Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist und für unsere Sünden gestorben ist. Und der Äthiopier, dem geht ein Licht auf, sagte, was? Also Gott hat ihn für uns geschenkt und für mich. Und er hat dann gesagt, das ist ja, jetzt verstehe ich erst die ganze Geschichte. Und sie fuhren entlang an einem Wasser und er sagte, jetzt wo ich es weiß, da kann ich mich doch taufen lassen. Und dann hat der Philippus, sie sind beide abgestiegen, er hat ihn getauft, der Äthiopier ist wieder auf seinen Wagen und zog seine Straße fröhlich. Ich denke, dass es für sie auch manchmal Situationen gibt, da stehen sie voll auf dem Schlauch. Sie verstehen gar nichts von dem, was eigentlich Gott mit uns will. Und es sind Situationen, die ihnen wirklich schwer sind. Und dann braucht es manchmal eben auch jemanden, der ein Stück mitgeht. Natürlich ist es manchmal die Auslegung, die dann genau das Wort, aber wissen Sie, es ist auch das Herz. Das Herz, das Sachen einfach uns deutlich macht, dass Gott immer bei uns ist, dass sie einen Menschen haben, der seine Gotteserfahrung mit ihnen dann teilt. Und als Beispiel habe ich ein Schausteller-Ehepaar, das direkt so nach dem Shutdown, waren die natürlich genauso Shutdown, da waren die wirklich sowas von tief, die saßen niedergeschlagen. Und plötzlich klingelt es an der Tür und die Nachbarn von gegenüber kommen und dann sagen die, wir übernehmen eine Monatsmiete für Sie. Wir haben mitbekommen, was hier gerade abgeht. Das brauchen Sie jetzt. Sie haben jetzt so lange kein Geld verdient. Und dann ging der Kopf wieder nach oben. Und dann konnten die Leute endlich wieder mal ein offenes Fenster sehen, wo eben gerade die Tür vor der Nase zugeknallt wurde. Und das war Rückenwind. Es hat so viel Kraft gegeben. Und wissen Sie, genau das ist auch nicht unbedingt an Laien oder an Profis gebunden. Ich hatte jetzt die letzten 10 Tage mehrere Sterbe- und Trauerbegleitungen. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn Sie die Menschen schon sehr lange kennen. Ich bin fast 40 Jahre dabei. Und Sie haben eine sehr dichte Beziehung zu den Menschen. Und dann kommen Sie in das Trauerhaus und können niemand umarmen. Das ist so arm und das macht so traurig. Oder ich habe eine Sterbebegleitung und muss dann einen Handschuh anziehen, um ihn zu segnen. Also, es hat mich kirre gemacht. Es war so schwierig für mich und ich habe es in einem Gebet aufgeschrieben, um das loszuwerden und an Gott einfach ihm zu sagen, wie geht's jetzt mit mir? Und habe das aber dann auch mit meiner Gemeinde geteilt. Ich habe es in Facebook gesetzt. Und sie glauben nicht, über 50 Menschen haben mir daraufhin Gebete geschickt
Mut gemacht und gesagt, Gott ist mit dir. Auch wenn das jetzt alles so ganz blöd aussieht, er ist dabei. Und es hat mir so viel, genauso Rückenwind gegeben wie dem Paar. Und ich will Ihnen auch nur sagen, sind Sie einmal der Philippus, der mitgeht und mit seiner Glaubenserfahrung anderen helfen kann, und ein andermal sind Sie eben der Äthiopier. Man wird an die Hand genommen von einem, der da einfach ein bisschen, ja, die Glaubensstärke hat und an mich weitergeben kann. Und dann gehen wir unsere Straße fröhlich. Amen. Er aber zog seine Straße fröhlich. Vor einigen Wochen war Bettina Limperg bei uns zu Gast, die Präsidentin des Bundesgerichtshofs und des dritten Ökumenischen Kirchentages in Frankfurt. In diesem Gottesdienst haben wir auch ein Lied zum Leitwort des Kirchentags vorgestellt. Schaut hin. Weil es darauf so viele positive Rückmeldungen gab, hier nochmal das Lied, das Lust macht, im Leben weitsichtig und hellhörig zu sein. Schaut hin. Mit Bildern, die uns in den letzten Wochen begleitet haben und für die wir uns bei dem Fotografen Pietro Sotera bedanken. Schaut hin und seht, was passiert. Schaut hin, wenn Gott die Herzen berührt, wenn Augen erstrahlen, das Schwere wird leicht, wenn das Brot für alle reicht. Wenn das Brot für alle reicht, entdeckt die kleinen Zeichen. Und ganz zart zeigt sich dem, der hinschaut, Gottes Gegenwart. Schaut hin und seht, was passiert. Schaut hin, wenn Gott die Herzen berührt, wenn Augen erstrahlen, das Schwere wird leicht, wenn das Brot für alle reicht. Wenn das Brot für alle reicht, erkennt den Lebenshunger. Zu jedem Gottesdienst gehört die Fürbitte, in der wir Gott ans Herz legen, wer und was uns wichtig ist. Und diesmal haben uns ganz viele Schausteller ihre Anliegen geschickt. Liebevoller Gott, Burga aus Neuenhaslau bittet: Wache über unsere Alten und Gebrechlichen, dass sie in dieser Zeit nicht infiziert werden, denn kein materieller oder finanzieller Verlust ist so stark wie der Verlust eines geliebten Menschen. Stefanie aus Bingen bittet: Gott, gib unseren Kindern die Kraft, dich in deinem Handeln verstehen zu wollen, denn Corona macht es oft schwer, dich als liebenden Gott zu sehen. Marilyn aus Oberhausen bittet: Gott, lass unsere Familien gesund bleiben. Gib, dass wir aus der Perspektivlosigkeit rausfinden und dass unsere Zukunftsängste uns nicht so belasten. Schenke uns Geduld und gute Ideen, um die Herausforderungen dieser Zeit zu überstehen. Christina aus Worms bittet für die Wissenschaftler und Forscher, damit sie möglichst bald einen Impfstoff oder ein Medikament gegen das Coronavirus entwickeln, das dann auch allen zur Verfügung stehen soll. Und für die Menschen in den Ländern, die unter mangelhaften Bedingungen leben, was Hygiene und medizinische Versorgung angeht. Gib ihnen das, was sie brauchen. Carmen aus Oberramstadt sagt: Gott, wir bitten dich für die Menschen in anderen Regionen und Erdteilen, besonders für meine Landsleute in Peru. Schenke Friede, Hoffnung und Geduld, damit ihre Lebenswege nicht vorzeitig abbrechen durch Hunger und diese neue Krankheit,
durch Not und Ungerechtigkeit. Gib sauberes Wasser und gute Nahrung, damit Kinder gesund aufwachsen und Eltern ihnen auf ihrem Lebensweg beistehen können. Und Bettina aus Chemnitz bittet, dass du Gott ihr hilfst, ein Atelier zu finden, in dem sie arbeiten kann. Gott kennt unsere Herzen und hört unsere Gebete, das Gesagte und das Ungesagte. Gemeinsam mit allen Christinnen und Christen dieser Welt beten wir das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und so segne und behüte euch Gott, der Barmherzige und Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das war der vorerst letzte Living Room, Gottesdienst zu Hause. Und ich hoffe, Sie haben gespürt, wir können auch auf diesem Weg Gemeinde sein und miteinander feiern. Weil wir uns in der Moderation abgewechselt haben, habe ich Miriam gebeten, mit mir gemeinsam diese Staffel abzuschließen. Wir bedanken uns bei Ihnen, bei allen, die in den vergangenen 10 Wochen mit uns Gottesdienst gefeiert haben und gemeinsam dem nachgespürt, wie wir trotz der äußeren Einschränkungen die innere Weite behalten. Wir bedanken uns bei allen Gästen, heute besonders bei Christine Beutler-Lotz, bei unserem Produktionsteam und bei der Evangelischen Akademie Frankfurt sowie beim Kulturzentrum Alte Wache in Oberstedten, den beiden Institutionen, in denen wir zu Gast waren. Nebenbei, auch wenn Living Room jetzt erstmal zu Ende geht, unter www.ekhn.de finden Sie viele weitere mediale Gottesdienstangebote. Noch ist die Krise nicht vorbei. Aber wir hoffen, dass Sie auch in der Krise immer wieder Momente erleben, die sich anfühlen wie der Himmel auf Erden und Ihnen somit einen Vorgeschmack geben auf das Gute, das kommen wird. Bleiben Sie behütet, gesund, vernünftig und hoffnungsvoll. Danke. Aus? Ja. Super. Gut. Und tief auf. Mut mach Wort in rauen Zeiten. Freunde, die mich treu begleiten. Plötzlich neue Möglichkeiten. Spüren, du bist da. Grenzenlosigkeit entdecken, alles ist ganz nah. Das ist der Himmel auf Erden, Himmel auf Erden, Himmel auf Erden, jetzt und hier. Himmel auf Erden, Himmel auf Erden, Himmel auf Erden, jetzt und hier. Den ersehnten Mensch getroffen, erster Kuss nach langem Hoffen. Wissen, die Welt steht mir offen. Tanzen, ich bin frei. Die Begeisterung genießen, dann ein Freudenschrei. Das ist der Himmel auf Erden, Himmel auf Erden, Himmel auf Erden, jetzt und hier. Himmel auf Erden, Himmel auf Erden, Himmel auf Erden, jetzt und hier. Sternenhimmel kaum zu fassen, bald das Krankenhaus verlassen. Fröhlich feiern, nichts verpassen, trunken sein vor Glück. Wirklich Ja zum Leben sagen, vorwärts, nicht zurück. Das ist der Himmel auf Erden, Himmel auf Erden, Himmel auf Erden, jetzt und hier. Himmel auf Erden, Himmel auf Erden, Himmel auf Erden, jetzt.
jetzt und hier.